Hallo zusammen. Am Freitagabend der letzten DAX-Analyse habe ich euch versprochen, dass ich einen Film reinstelle auf YouTube mit der Analyse von einigen Werten. Es sind, wenn ich hier drauf schaue, 16 Stück geworden. Die meisten davon aus dem DAX, da ist aber auch eine LVMH dabei, da ist eine Lufthansa dabei. Es geht in diesem Clip nicht darum, euch Scheine zu nennen, ich werde gar keine nennen, sondern mehr so diese Bullet Points, die Make-or-Break-Marken, die verschiedene Aktien jetzt haben. Manche liegen schon wirklich da wie oder riechen wie Laternenpfahl ganz unten. Trotzdem muss man aufpassen und ich finde, ihr solltet diese Marken wissen. Was ihr draus macht dann hinterher, das überlasse ich euch. Ob ihr da eine Aktie kauft oder ob ihr Scheine kauft oder Calls putzt, das überlasse ich euch. Ich will euch nur diese ganz bestimmten Punkte sagen. Das Problem mit diesen Märkten momentan ist, dass mein Name ist Schlegel und nicht Putin. Und ich glaube, der ist der Einzige, der weiß, was da in den nächsten Tagen passieren wird. Und vor dem Hintergrund kann ich hier keine wirklich sinnvolle technische Analyse machen, weil die meisten Werte sind technisch schon sehr tief. Müssen wir darauf aufpassen, müssen wir mal schauen. Aber ich hoffe, das bringt euch was. Aber bevor ich das mache, kommt das hier. So, ich bin jetzt seit 35 Jahren an der Börse und da ist die Information absolut immer das Wichtigste. Jetzt war ich am Donnerstag, war ich mit dem Christian Köker von HSBC, war ich bei NTV, das wird jetzt bestimmt auch irgendwann ausgestrahlt. Und danach habe ich ihn gefragt, wann zeigt er denn das wo? Und hat er verschiedene Seiten genannt. Und auf einmal sagt er, ja und auf YouTube, sage ich, wie auf YouTube. Ich wusste nicht, dass die HSBC einen YouTube-Kanal hat. Das war mir völlig neu. Und ich selbst gehe immer auf die Homepage und wühle mich da durch. Und das sei gleich vorweg gesagt, der tägliche Börsenbrief von der HSBC, das ist ein absolutes Muss. Ich finde das persönlich, das ist, ich denke, von denen, die ich kenne, ist das der beste hier ins Land. Ich finde den hervorragend. So, aber jetzt mal hier zu der Homepage. Nicht Homepage, zu der YouTube-Seite. Ja. Ich wusste das nicht, ja, und dann habe ich mir das angeschaut und ich bin ja immer auf der Suche nach Verbesserungen. Wo kann ich noch irgendwo irgendeine Information raussuchen? Und ich kann natürlich auf Homepages gehen, da muss ich mich da durchwühlen. Die haben das hier super gemacht. Das ist das Team um den Jörg Scherer, das ist der hier. Seine Analysen zum Beispiel, die macht er am Anfang des Jahres und nochmal in der Mitte des Jahres. Das ist absolutes Muss, das zu sehen. Bei mir im Chat auf Facebook sage ich das auch immer, hier ist der Link, meldet euch an, hört euch das an. Der hat eine sehr interessante Art und Weise, das auch darzulegen. Das versteht jeder und hat ein wunderbares Wording. Also der Ausdruck Uncharted Territories, den habe ich von ihm. Ich muss da immer wieder lachen, wenn ich das höre. So, und da werden hier alle möglichen Sachen gezeigt. Hier wird der Ölpreis gecheckt. Ja, hier gibt es diverse Themen, die werden dann immer reingestellt, ja, und sehr zeitnah. Das hier war zum Beispiel vor, ich glaube, vor 2 Tagen, ich glaube, am Donnerstagnachmittag war das. Und dann erzählt er auch, was passiert denn, wenn die 13.800 Punkte drunter geht. Das ist nicht nur er, das ist, wie gesagt, das ist sein ganzes Team. Hier werde ich dann auch irgendwann mal erscheinen. Oder hier bin ich auch schon mal erschienen irgendwo. Und ich finde das hervorragend. Nochmal, ich bin immer auf der Suche nach Verbesserungen. Ja? Informationen, die ich schnell kriege, die ich schnell abrufen kann oder die ich benutzen kann. Ich habe euch auch die Seite von Goldman gezeigt, das Chart-Tool, nicht das Chart-Tool, das Derivate-Tool. Und ich finde, das ist sehr, sehr gelungen. Das sage ich auch nicht ohne Stolz. Da durfte ich auch meinen Senf zugeben. Das ist selbsterklärend und das ist hervorragend. Und deswegen hier, macht das, abonniert das Ding und dann kommt hier irgendwie so eine Bimmel, so eine Glocke. Drückt da mal drauf, dann kriegt ihr das zeitnah. Ich finde das wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste das nicht. Ich muss mich dann immer durch die Homepage ein bisschen wühlen. Jetzt weiß ich, wo das ist. Ich habe mir den sofort abonniert. Und noch eins, damit da jetzt bloß nichts Falsches hier entsteht. Dafür, dass ich das sage, ich bekomme keinen Cent, keinen Taler, keinen Rubel, keinen Zu, nichts dergleichen. Das ist einfach, weil ich davon überzeugt bin. Und ich mache dafür Werbung, weil ich dazu stehe. Ich mache nur Werbung für Dinge, zu denen ich stehe. Zu dem hier oder auch zu diesem Goldman Sachs Tool. Ja, ich finde, das ist Weltklasse und das sollte man sich auf jeden Fall antun. Und jetzt gehen wir die Aktien. So, und schon geht's los. Das ist die Liste der Aktien, die ich besprechen werde. Nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Kaufsignale jetzt hier zu finden. Ich möchte das so machen. Ich werde mit euch Wochencharts gehen, Tagescharts, um euch die wichtigen Unterstützungen. Und ich glaube, von Widerständen müssen wir ja momentan fast gar nicht sprechen. Aber wenn ich irgendwie da was Sinnvolles finde, werde ich das sagen. Ich werde keine Scheine nennen. Aber ich denke, das sind Marken, das werden Marken sein, die sind wichtig. Die müsst ihr euch einfach, wenn ihr da eine Position habt, merken.
Und dann müsst ihr überlegen, wie ihr da reagiert. Wie das weiter ausgehen wird, weiß kein Mensch. Ich bin verpflichtet, aber euch zu sagen, wo ich Position habe. Ich habe überall so Schnüffelstücke in Commerzbank, Ibanka, in Deutsche Bank und in Lufthansa. Ich gucke gerade eben nochmal drüber. In dem Rest habe ich jetzt hier erstmal gar nichts. So, und dann fangen wir an mit Adidas. Das ist jetzt erstmal der Wochenchart. Den habe ich schon ganz lange hier hinten aufgezogen, von 2000. Hier geht es bis 12. Ich lege auch die Fibos an, was viele von euch mögen das. Ich mag es auch und tatsächlich habe ich, normalerweise ziehe ich die an von solchen Leveln hier, aber ich musste die jetzt einfach mal ganz lang anziehen. Ihr seht, was hier passiert. Ich meine, die Adidas, die waren bei rund 340, ich runde leicht, ja, und saufen jetzt hier ab auf 186. Die haben ja nicht nur ein Problem jetzt mit Russland. Die hatten auch schon vorher eins mit China, wo der Parteichef gesagt hat, liebe Chinesen, kauft doch bitte mal eure eigenen Produkte. Das betrifft die anderen Werte auch so, das betrifft ganz viele Werte, nicht nur Sportartikelhersteller. Aber das ist natürlich alles andere als schick hier, was der Chart hier macht. Gut, jetzt gehe ich ein bisschen näher ran, dass wir das besser sehen. Nochmal, das ist der Wochenchart und da sieht man also, wie das letzte Woche hier von 214 nochmal richtig runtergekommen ist. So, jetzt von den Fibos her habe ich nur eine Unterstützung, die ist weit weg bei 160. Aber es gibt hier diesen ganzen Bereich zwischen 160 und 194, der ist oft gehandelt worden. Ganz, ganz oft. Das ist schon eine ganz gute Geschichte hier. Ich kann mir vorstellen, dass sie in einem Extremfall da mal runtergehen auf die 161, aber das müsste eigentlich dann Ende Gelände sein. Ich habe, so mache ich das jetzt hier, ich habe hier diesen Bereich, der kommt von hier, den habe ich jetzt auch noch als Unterstützung. Und da reden wir von unten, kommt also hinzu, das ist eine 165 und hier ist die 183. Also das ist diese, wie ich das immer nenne, Soft Landing Area. Technik wöchentlich ist natürlich völlig am Boden, ganz klar. Das werden wir bei den meisten Werten sehen. Jetzt gucken wir hier nochmal auf den Tag, ob da irgendwas ist. So, ist mal ein bisschen näher ran. Ja, das ist schon, wir haben hier, aber das ist keine echte Unterstützung, vor allem nicht in dem Umfeld. Ja, das ist die 189, ja, dieser ganze Bereich hier. Ich würde mir also, wenn ich irgendwann long gehen sollte, keinen Schein nehmen, der irgendwo hier zwischen liegt, sondern dann lieber auf Hebel verzichten, die Position kleiner machen und hier unten schauen, so um die 100, sagen wir mal 155. Was fällt mir noch ein zu dem Wert? Jetzt kam, ich glaube, das war am Freitag, die Nachricht, dass sie sich von irgendeinem russischen Verein, ich glaube, es war sogar die Nationalmannschaft, trennen, sponsern die nicht mehr. Ich finde, das ist ganz schwierig zu sehen, das wird aber die meisten Werte betreffen, was das letztendlich alles kosten wird, wo die Mindereinnahmen sind. Also das bleibt super schwierig. Ich schaue, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ich schaue aber mal, ob ich hier in den alten Charts so Umkehrsignale finde. Hier nicht wirklich schön. Adidas ist schwierig zu handeln. Das ist für mich so mehr oder weniger eine Kategorie mit Vata oder Conti. Die sind echt schwer zu handeln, muss ich sagen. Da braucht man schon Meinung, weil die zappeln hier rum wie ein Frosch im Kasten. Das ist schon schwierig. Aber dieser ganze Bereich hier, und der geht runter bis zu 161, ist für mich erstmal ein Supportbereich. Das sollten Sie doch mal tun, dies nicht runtergehen. Das hier sind die Allianz, auch wieder auf Wochensicht, sieht man hier oben. Ja, habe ich auch mal vom Corona-Tief gezogen, ja, da waren die 116. Und da fällt mir nur auf, die haben hier eine relativ gute Supportzone. Die geht also runter bis 182, jetzt sind sie gerade so bei 189. Die ist schon, ich möchte nicht nur sagen markant, sie ist ehemalige Hochs, dann Tiefs. Das kommt seit dem 2.6.2020. Wenn die das allerdings verlassen, und jetzt haben sie nur, vergleicht mal die Adidas von eben, ja, die hatten also hier so eine richtig fette Bewegung nach unten. Ich finde, die halten sich eigentlich ganz gut. Ich bin also überrascht, also angenehm überrascht. Die halten sich insgesamt ganz gut. Und ich habe hier diesen Supportbereich kommen von diesem Gap, was wir hatten am 2.11. bis hier hoch. Und der ist so von 167 bis hoch zu 175. Das ist also hier das, die Möglichkeit, die Sie sehen können. Auch hier, wenn er vergleicht, eben die Technik von Adidas, die war ja schon hier überall komplett am Boden.
Die ist auch negativ, aber sie entzieht sich ein bisschen diesem Trend. Gefällt mir eigentlich ganz gut auf Wochensicht. Und jetzt gucken wir noch mal einen Tag rein. Ja, also bisher eine ziemlich punktgenaue Landung an das 38er Retracement hier. Und da ist diese Zone. Technisch jetzt hier auf Tagessicht auch schon tief, aber nicht so schlimm wie Adidas. Also mir gefallen die ganz gut. Hier ist das Gap, also auf Wochensicht, ja. Aber das ist auch das Gap hier vom 6.11., das war der Schlusskurs. Also ich finde, die sollten nicht mehr so viel fallen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser ganze Bereich. Ich schau mal hier. Ja, das ist zum Beispiel so eine klassische Umkehrformation hier. Der Wert macht hier einen Hammer. Ich mach's mal größer. Das ist also nach Corona. Gucken wir mal hier. Diese Geschichte hier. Ja. Der Wert kommt dann hier nochmal runter. Macht eine kleine Korrektur, geht weiter runter. Jetzt macht er hier, das sind so Umkehrsignale. Er macht einen Hammer, oder sie macht einen Hammer, ich mache das mal raus. Sie macht einen Hammer. Am nächsten Tag eine Bewegung, die nicht runter geht. Auch hier, das ist, wir reden hier von Cent, das ist nicht so schlimm. Bei mir geht ein Hammer als verloren oder nicht mehr bestehend, wenn wir hier 1% drunter sind. Da, also das wäre dann jetzt hier nochmal 1,50 Euro tiefer als da oder 1,60 Euro. Da zicke ich da auch nicht so rum. Das sind dann, nehmen wir 2 Euro. Aber hier, das ist nicht recht gut. Und dann kommt hier, wir sind aus dem Band raus wieder und dann gehen wir ins Band rein. Das sind meistens schöne Signale. Und dann kommt eine Kerze, die eben diese drei Kurse, vorangegangenen Kurse, deutlich überbietet. Das ist okay. Dass daraus jetzt gleich sowas wird, ja, das wissen wir alle nicht. Ja, aber es ist zumindest ein Anzeichen dafür, dass hier eine Unterstützung stattfindet. Und auf solche Dinge muss ich warten. Deswegen, ich werde immer versuchen, bei den Charts, die ich euch zeige, verschiedene Signale zu nennen, die als Umkehrsignale gelten. Ja. Das hier ist nicht wirklich eins. Ich muss sagen, da ging sie auch mal deutlicher runter, wollte keiner mehr haben, hier da im September letzten Jahres. Und auf einmal gehen sie hoch. Aber das ist hier nicht ersichtbar. Also ich sehe es nicht. Als nächstes haben wir was, das ist also hyperinteressant gewesen in den letzten Tagen. Das ist die BASF. Das ist die BASF. Ja, hier auch wieder der Wochenchart. Meine Güte, und das werden wir gleich mal vergleichen mit Bayer. Das sieht nämlich ganz anders aus bei Bayer. Jetzt waren wir hier 1, 2, 3 Wochen, wo die von 70 auf 51 runter sind. Das ist eine ungewöhnliche Bewegung für die BASF. Ja, das hatten wir also hier im Corona-Tief, hatten wir das zwar auch, ja, da sind aber alle Märkte runtergekommen, das tun sie jetzt auch, aber wartet mal auf den Vergleich, den wir gleich haben mit dem Bayer. Die gehen sogar schon von dem Corona-Tief bis hier hoch auf das 61er Retracement. Also das ist schon arg verprügelt. Dieser Bereich hier ist insgesamt so um die 50 rum, ist insgesamt schon eine ganz gute Unterstützung, aber wenn ich das sehe, dass die also auch auf dem Wochentief schließen, muss ich davon ausgehen, dass es noch ein bisschen weitergeht. Und dafür habe ich diesen Bereich. Der kommt auch von hier hinten. Wo ist mein Fadenkreuz? Von hier hinten kommt der. Und da sind wir also im oberen Bereich bei 46,90. Und der untere ist bei 45,80. Das können die tatsächlich noch sehen. Das sind nochmal 10%. Aber über einen Long würde ich frühestens hier nachdenken. Ja. Technik auch, natürlich auf Wochensicht weiter runter. Und auf den Tag sieht es, glaube ich, noch gruseliger aus. Ja, das ist schon hart. Da kam dann sogar immer mal wieder eine Gegenwehr. Sofort abverkauft. Ja, das ist diese Kerzen hier sind richtig böse. Der Wert fällt, schließt am Tagestief, unterbietet das Tagestief des vorangegangenen Tages und macht eine richtig schöne Bewegung. Ja, da baut sich Vertrauen aus. Ah, guck, hier ist es fertig. Aber dann kommt am nächsten Tag so der Abverkauf. Das muss der Donnerstag gewesen sein. Das ist richtig böse. Deswegen, diese Märkte zwingen einen dazu. Wenn ihr irgendwo hier gekauft habt, muss der Stopp hier drunter. Und dann habt ihr sogar noch das Glück, es ist kein großes Gap, dass ihr dann hier irgendwo gestoppt werdet. Ja, und dann schließt es schon wieder. Wo war denn hier der Höchstkurs? Das war 54,36 und dann schließt das Ding schon wieder tief. Meine Güte, also das ist schon arg verprügelt. Dann haben wir hier unten natürlich eine super Technik, die also super tiefe Technik, die hoffnungslos überverkauft ist, aber null Stabilisierung über das MACD, weit entfernt von der 200-Tage-Linie. Die Bänder gehen auf Tagessicht immer noch auf.
da muss man warten. Da ist noch nichts gesagt. Jetzt gucken wir mal, hier unten ist dieser Support, den ich habe, in dem Bereich 45 oder runter bis 45,80. Also da muss ich, glaube ich, noch gar nichts machen im positiven Sinn. Da halte ich mich erstmal zurück. Die müssen sich erstmal richtig, richtig austoben. So, aber jetzt merkt euch bitte mal diese Bewegung hier. Ich mache sie größer. Diese Bewegung hier, ja, diese 20 Euro in kürzester Zeit, ich will es jetzt nicht durchzählen, das dürfen nicht mehr als 14 Kerzen sein. Jetzt guckt mal auf die Bayer. Das sind die Bayer. Jetzt nur mal die, das ist der Tageschart, nur mal die letzten 14 Tage. Da waren die oben bei 55,70 und sind mit Mühe und Not mal runter auf die 50. Das ist ein völlig anderer Chart. Die Bayer, so empfand ich das, waren in den letzten 2 Wochen eigentlich eine der stabilsten Aktien überhaupt. Also die finde ich ganz erstaunlich, muss ich wirklich sagen, auch hier Tagessicht, die Technik, da ist gar nicht viel passiert. Die sind völlig im neutralen Bereich. Dieser Trendkanal, den muss ich euch nochmal ranholen, ich hatte das schon mal besprochen, der kommt also hier ab dem, da, was ist das, 19.10.2017. Und das ist ein super Trendkanal, ja, immer wieder touchiert, immer wieder, auch auf der Oberseite. Und die kämpfen mit der Oberseite. Ich möchte es mal so formulieren, die Bayer, und ich sehe die als wirklich einen der besten Werte, über 56 sind die Freier bis hier oben hin. Also vor dem Hintergrund dessen, was der momentan, jetzt muss ich das Wort selbst benutzen, geopolitisch abspielt, finde ich die super. Ich schaue gerade eben hier, ja, das hier sind, das ist ein Hammer, das ist so das klassische Umkehrsignal. Das Schöne daran ist, und da müsst ihr halt mal drauf achten, aus dem Band raus, ins Band rein, dann kommt direkt am nächsten Tag weiter eine positive Kerze, mit der dritten wird es abgeschlossen, ja. Das muss dann nicht gleich so hoch gehen, wie wir das eben hatten, wo war denn das? Allianz, ja, da kann er nochmal so einen Schlenker machen, möglich. Auch hier ein hammerähnliches Gebilde. Mir ist der nur zu nah hier dran. Hier gibt es einen Umbrella Doji, einen Regenschirm Doji. Das heißt, die Kurse gehen weit runter und Eingangskurs gleich Ausgangskurs mit einem ganz, ganz langen Lunte. Der war auch wieder solche Hammer. Aber wie gesagt, der ist mir zu nah dran. Ne? Da hätte ich gerne mal so 15 Tage dazwischen. Aber das sind so Umkehrsignale. Wenn eine schnelle Bewegung kommt, wie diese hier zum Beispiel, ja, die dann mehrere Tage direkt hinter sich lässt, das sind für mich ziemlich positive Zeichen. Aber hier wird es auch für Endanleger, also Leute, die Aktien haben wollen für, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahre, wird das super interessant, wenn wir hier durch diesen Trend hier rausgehen. Insbesondere, und so lange kann man, glaube ich, warten, wenn man die 55 oder die 56 überbietet mit Schlusskurs. Also die Bayer gefallen mir wirklich von den Werten, die wir bisher besprochen haben, aber ich kenne ja auch schon die anderen, die ich noch besprechen werde, wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir als nächstes Commerzbank Banker. Also das ist schon verheerend, was hier passiert ist. Die lagen eigentlich so in den letzten Monaten immer mal wieder, haben die sich hochgekämpft, dann kamen Zahlen, die Zahlen waren nicht so schlecht, alles in Ordnung. Und ab Beginn, hier, das ist Januar, haben die eine richtig schöne Bewegung. Sie haben das Zwischenhoch rausgenommen, gehen hoch, korrigieren nochmal, setzen auf, back to breakout und ziehen hoch. Das hier sind die 6,06. Die waren fast bei 10, die waren bei 9,56. Und dann innerhalb von 10 Tagen Klatsche. Der Hintergrund bei den Banken ist halt der auch, dass man denkt, dass die sehr viel sogenanntes Russland-Exposure haben. Und da hat, ich glaube, das war der Markus Koch, der hat neulich eine schöne Liste rausgebracht. Das Exposure von den deutschen Banken in Russland ist lediglich bei 5,6 Milliarden. Die Franzosen sind, ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, mit 25 Milliarden da viel härter betroffen. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier, ich gehe mal näher ran, das ist der Tageschart, ja. Wir haben jetzt hier diese Unterstützungslinie, ja, einmal, zweimal, dreimal, dreimal, und da haben wir aufgesetzt. Dieser Trend hier, den ich hier gezeichnet habe, der ist ein bisschen dünn, manchmal ein bisschen breiter. Tuck, tuck. So.
Der ist es das Corona-Tief? Ja, also das ist das Nach-Corona-Tief, sagen wir es mal so. Und der hat da bisher drei Berührungspunkte. Der ist okay. Die Technik ist natürlich super tief über alles, was da ist. Die Bänder gehen weiter auf. Muss ich noch einen Moment mit warten. Ganz schwierig wird dieser Bereich hier um die 5. Also wie gesagt, ich habe welche, aber das sind diese Schnüffelstücke, wie ich das immer nenne. Und also beim Nachkauf warte ich. Einen Nachkauf mache ich erst, wenn wir hier über dieser Kerze sind, über 6,94. Ja? Wenn also jetzt hier ein, zwei oder drei Kerzen kommen, die sich hier drüber stellen, dann wird es interessant. In der Zwischenzeit fällt natürlich hier die gleitenden Durchschnitte, fallen alle runter. Aber das ist die wichtige Marke. Und wenn wir irgendwo hier sein sollten und ich bekomme Umkehrsignale, mal schauen, ob ich hier welche finde, die ihr vielleicht benutzen könnt. Jetzt nicht wirklich, muss ich wirklich sagen, da ist nichts Wirkliches. Suche ich eine Basis hier unten drunter. Habe ich jetzt auch gemacht. Ich glaube, das ist eine Basis 4,15 oder so, womit ich die. Nee, nee, hier habe ich die Aktie. Hier habe ich kein Derivat. Ja. Aber das wäre dann eine Basis für euch zu suchen, wenn ihr ruhig schlafen wollt, 3 oder 3,5. Dann ist das, glaube ich, schon, das ist dann okay. Ja, also nach. Ich finde es schade. Der Matthias Hüppe, mit dem ich bei Trinkhaus da ab und zu das mache, Entschuldigung, bei der HSBC, der bringt ja gern so Fußballbeispiele auf NTV. Ja? Der wird wahrscheinlich jetzt hier sowas sagen wie, das ist eine Blutgrätsche. Ja, also was man da gemacht hat, schon heftig. Und das Gleiche oder ähnlich sehen wir das auch bei Deutsche Bank. Auch ein sensationeller Wochenanfang, Jahresanfang. Richtig cool. Wir sind hier im Tageschart. Ja? Und also sich endlich mal befreit, das betraf ja alle möglichen, die Commerzbank, die ING, BNP, wie sie alle heißen, alle Banken wirklich mal richtig schön hoch. Und dann kriegen sie jetzt eins auf die Nase, auf die Mütze, das ist schon heftig. Wieso habe ich nie drin? Die gehören da jetzt nicht hin. So. Wir haben hier, ich ziehe mal die Fibos von euch von dem Corona-Tief. Da ist nämlich auch schon irgendwas. Ja, genau. Wir sind schon an dem 50er. An dem 50er Retracement. Und diese ganze grauschraffierte Zone, die begleitet mich jetzt schon seit mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten. Ja. Das fängt hier hinten an. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Nochmal Widerstand. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Also der Bereich zwischen 9, ja, gehen wir ruhig mal ein bisschen tiefer hier, zwischen 8,93 bis zu 10 hoch ist diese Soft Landing Area. Das hatte ich also auch beim NTV gesagt. Da können Sie eintauchen, das ist in Ordnung. Interessant wird dann dieser Punkt hier und da sind wir bei 8,30. Also auch hier, ich werde erst warten und für den Fall, dass Sie da durchgehen, wäre bei mir die nächste Unterstützung, das ist die Verbindung aus dem 61er Retracement von dieser Bewegung. Bis die Verbindung mit diesen Chartpunkten hier. Also die 8,30 ist recht wichtig. Da würde ich wahrscheinlich dann die Schnüffelstücke auf jeden Fall mal aufbauen. Weil ich halte das Risiko bis hier runter. Das war die 4,38. Ich glaube, das war das All-Time-High. Ich sehe das noch nicht. Ja? Ich sehe das wirklich. Ich glaube, dass die Autos viel mehr Schwierigkeiten haben werden oder eine Adidas als jetzt die Banken. Aber das ist hier für mich die Unterstützungslinie 8,34. Technisch könnt ihr auch völlig vergessen, ist alles tief, ist nirgendwo ein Stabilisierungsansatz. Ja. Vergleicht es vielleicht mal hier mit der Corona-Zeit. Ja, da ist sie auch runter und blieb hier über langen Zeitraum. Was ist denn das? Mal gucken. Das ist der 26.2. bis 18.3. Ja, also 22 Tage rum, ganz grob, blieb die hier überverkauft. Ja, wir sind jetzt gerade erst am Anfang. Also es ist noch kein, da muss man, glaube ich, sich jetzt nicht extrem beeilen. Ich mag die Banken nochmal, auch mit Hinsicht auf die Zinserhöhungen in Amerika. Dadurch entstehen Margen. Ich finde sie recht gut. Aber auch hier fette Blutgrätsche. Die Lufthansa. Hatten sich auch schön entwickelt. Wo ist der Erste? Der Erste ist hier. Die haben sich auch schon entwickelt, von 6,15 hoch bis zu 8. Finde ich erstmal ganz gut. Ja, und auch dann wurden sie natürlich verlassen. Klar, hier spielt jetzt auch rein der Kerosinpreis, aber meines Wissens nach sind die Kerosinbestände auf mindestens ein Jahr gehedged. Also grundsätzlich hedgen die auf ein Jahr. Und
Die Währungen sind auch ziemlich lang gehedged. Also Lufthansa ist da genauso aktiv wie zum Beispiel eine VW. Die haben eigene Abteilung für sowas. Hier habe ich also auch welche. Ich muss jetzt direkt mal überlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die gekauft habe. Ich glaube ungefähr um die 6 rum, ja, ungefähr hier. Wichtig ist, ich hole es näher ran und hier habe ich diesen 4,09er Call genommen. Der ist also irgendwo hier. Das ist ein ganz kleiner Hebel. Ich habe das genommen statt der Aktie. Ja, ich kann, keine Ahnung, 5.000 Euro in die Aktie investieren. Ich kann aber auch 5.000 Euro in Scheine investieren. Würde ich nicht machen, wenn es so ganz knappe Teile sind, aber mache ich, wenn es Sachen sind, die hier unten irgendwo stehen, die Basis hier unten haben. Auch hier ganz wichtige, immer wieder Unterstützung. Hier der Bereich 5,03. Ja, immer wieder dran gelaufen, mehrere Male. Also 5 sollte schon eine Wand sein, wo sie sich überlegt, ob sie da durchfallen will oder nicht. Sehe ich jetzt momentan nicht. Technisch nicht ganz so schlimm wie jetzt eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank. Aber das ist die Soft Landing Area hier 5 bis runter 4,70. Auch hier Bänder gehen auf, das werden wir bei fast allen Werten, also bis auf Bayer, werden wir das bei, und ich glaube die Allianz waren auch nicht so schlimm, werden wir das überall sehen. Warten, bis die Abwärtsbewegung fertig ist, wird unter anderem angezeigt durch das fallende obere Band. Mal hier schauen, hier gibt es also auch keine Klasse, das wäre eins, das ist so ein klassisches Umkehrsignal hier. Das ist ein Hammer, wir fallen, 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 fallen und dann kommt hier unten der Hammer rein. Und am nächsten Tag ist diese Kerze hier schon besser und während des Tagesverlaufs vernascht die diesen ganzen Bereich hier. Also solche Dinge runter ans Band, wieder deutlicher rein und baut dann hier einen Hammer. Ich gucke halt eben, hier ist nichts. Ja. Dojis sind also auch sehr gern genommene Umkehrformationen. Das sieht man hier. Die Aktie steigt heftig. Dann ist das ist nicht wirklich ein Doji. Das ist einer, gefolgt von einem zweiten. Der letztere ist schöner. Kein neues Hoch. An der, das ist die 200-Tage-Linie. Und dann verließen sie ihn. Ja. Also das ist zumindest ein Zeichen. Da muss man ja nicht um die Chart gehen, aber es ist ein Zeichen, wenn einer mal long war, dass er sich überlegen muss, ob er die Position weiter behalten will oder nicht, respektive warum nicht absichern. Also grundsätzlich denke ich, dass hier durchaus noch 20% drin sind, runter bis in diesen Bereich 5. Aber ja, dann fliegen sie halt nicht nach Russland, fliegen sie nicht in die Ukraine und müssen auch Umwege fliegen. Ich glaube, das ist, die Bewegung ist ein bisschen übertrieben, weil viele gucken sofort aufs Kerosin und meines Erachtens nach ist das abgehatcht. So, als nächstes haben wir die Telekom. Telekom ist, jetzt hier auch das ist der Tageschart von 2020, Corona-Tief. Wo waren sie denn da? Da waren sie bei 10,30. Und in der Zwischenzeit schon auf dem Weg zur 20 bei der 18,95. Ich halte das hier für eine ganz wichtige Unterstützung. Den Pfeil, den könnte ich noch länger ziehen bis hier hinten. Und da sind wir in dem Bereich bei 14,50. Die Bänder gehen nicht so steil auf. Die Technik ist nicht ganz so schlimm wie bei den anderen Werten. Die hat jetzt, soweit ich weiß, auch kein Russland-Exposure. Also das ist für mich hier so der Punkt 14,50. Bis dahin können sie durchaus fallen. Aber im Moment muss ich sagen, halten die sich verglichen mit dem Gesamtmarkt eigentlich relativ gut. Ja, hier haben wir jetzt eine kurze, ich hole es mal näher ran, die kurze Unterstützung, die haben wir natürlich auch gebrochen, die war bei 15,5. Muss man sich auch nicht beeilen, aber das hier, dieses Risiko können sie noch ausschöpfen. Runter bis zur 14,5. Und dann kann man sich überlegen, einen Schein zu nehmen, zum Beispiel hier, bei der 12,40. So, und das hier sind, hier sehe ich es gerade, das hier sind die klassischen Umkehrformationen. Raus aus dem Band, rein ins Band mit einem Hammer. Der Kopf des Hammers kann schwarz sein oder kann weiß sein, das ist egal. Aber eine lange Lunte und wieder rein, schließt in der Nähe des Tageshochs. Dem folgt dann gleich eine größere Kerze nach oben, eine positive. Bei mir sind die ja weiß, bei vielen von euch wahrscheinlich grün. Hier haben wir auch so ein Ding. Außenband raus, ins Band rein mit einem Hammer und wird dann positiver. Das ist also, das scheint hier bei, da haben wir auch noch so einen, also wusste ich gar nicht, dass die so viel Hammer macht. Hier ist auch einer. Da muss man mal drauf achten, wenn so eine Kerze kommt, so eine Hammerkerze, dann ist das mit Sicherheit
Also ein griffigeres Signal, nennen wir es mal so. Also sie hat auch noch Platz, hat das untere Band ausgefüllt, die gehen ein bisschen auseinander, aber nicht besonders viel. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt wollte ich nochmal hier, nochmal Interesse halber, die Fibos da anlegen. Von dem Corona-Tief zum Corona-Hoch. Wo sind wir da? Ja, da ist dann hier das 61er, kommt genau in diese lange, lange Seitwärtsphase. Das ist das, was die Telekom so mühsam macht. Die bewegt sich monatelang gar nicht. Ja, fürchterlich. Und auf einmal kommt ein Schuss. Und diese Schüsse kommen gern, wenn hier solche Chart-Zwischenhochs, wenn die überboten sind. Ja, und das war hier, dann seht ihr mal, wie schnell das geht. Das macht die Telekom eigentlich ganz gerne. Ich handle die kaum, aber ich muss jetzt tatsächlich, wo ich das hier sehe, mal drauf achten, wenn die mal wieder einen Hammer macht. Ja, hier haben wir also, mal durchzählen. Eins, dann haben wir da zwei, hier haben wir drei, da war vier und das ist in einer relativ kurzen Zeit. Ja. Also gefällt mir eigentlich so ganz gut, hat nicht mehr so viel Platz nach unten. Haben wir als nächstes die, was haben wir denn jetzt? Conti, nee Quatsch, E.ON heißt das. Ah, meine eigene Schrift mal lesen können. Ja, die hat es auch zerbröselt in den letzten Tagen. Meine Herren. E.ON ist so eine, ich nenne es immer Sleeping Beauty. Tageschart hier. Die, auf einmal macht die dann ihren Weg. Ja, und die waren ja hier im Tief bei 8,23. Jetzt haben sie hier auch, guckt euch mal an, wie steil die Bänder aufgehen. Ja, wegen Nord Stream 1 und 2. Ich glaube aber eher mit 1 sind die involviert. Das ist schade. War auch eine schöne Bewegung gemacht. Von Dezember an richtig schön. Hier von der 10,70 hoch. Relativ steil. Für E.ON ungewöhnlich steil. Auf die 12,40. Dann geben die das alles ab. Und zwar extrem schnell. Die haben also deutlich mehr verloren als der Markt in den letzten Tagen. Ich habe hier das 50er Retracement von der Corona-Tiefphase. Hier, da. Ist hier das 50er Retracement. Liegen Sie davor. Ich glaube, ein besserer Kauf oder vielmehr eine wichtige Zone ist dieser Bereich hier von 9,66 hoch bis zur 9,88. Das ist schon, uiuiui, guck ich gerade eben hier, uiuiui, ist schon mal eine wichtigere Zone, aber da muss man auch nicht gleich einen Schein nehmen, der hier irgendwo liegt, sondern da bin ich dann auch lieber feige als tot und nehme einen hier unten drunter. Aber im Moment echt angeschossen. Ich glaube, die RWE habe ich die auch drin. Ja, die kommen auch gleich. Müssen wir gleich mal vergleichen. Also, das ist schon heftig. Die 200 Tage, die, na gut, sind wir schon durch. Ich kann natürlich den Abstand nehmen von hier. Was ist denn das? 12,60 bis zur 200-Tage-Linie. Da sind wir bei 1,60. Den nochmal draufgelegt. Da wären wir bei 9,40. Da sind wir hier. Ich möchte erstmal wissen, was macht die hier in diesem Bereich. Also, da muss ich mich auch noch nicht beeilen, irgendwas zu machen. Da bin ich noch nicht mal bereit, Schlüsselstücke zu nehmen. Als nächstes 11 h/h, mal einen anderen Wert. Ja, den brechen verschiedene Märkte weg. Ich war neulich mal hier in München in so einem 11 h, also wie heißt das Ding, Louis Vuitton-Laden. Ich wollte mir das mal anschauen. Ich wollte mal, das ist jetzt keine 4 Wochen her, ich wollte mal schauen, was sind da für Leute drin, weil da stehen auch mal die Schlangen davor. Während der Corona-Zeit muss man sich ausweisen. Und ich ging eigentlich davon aus, die Leute, die da reingehen, das sind mehr so, sagen wir mal, Alter 50 bis aufwärts. Ja, da war ich aber echt überrascht. Das Alter, das war eher 25 bis 35. Und, sorry, wenn ich das sage, aber für mich ist dieses ganze Lederzeug nichts anderes als ein Stück bedruckte Kuh. Ja, das ist, kenne ich von Milka auch. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, habe ich mal meiner Frau so eine Tasche gekauft. Ich habe damals schon, glaube, 1000 D-Mark gezahlt. Und das fand ich schon obszön. Jetzt habe ich mir mal diese Taschen angeschaut. 3000 Euro. Ja, ganz ehrlich, da hätte ich ja immer Angst, wenn ich die mitnehme, also jetzt nicht, also nicht ich, sondern eine Frau, wenn sie mitnimmt, dass mir die geklaut wird. Und es ist eins der meist gefakedesten Produkte. Also wenn ich damit über die Straße laufe als Frau, muss ich mir anschauen, kommen die Leute mir entgegen und sagen, ist die echt, ist das fake? Wenn sie echt ist, hätte ich Angst, dass ich sie verliere, irgendwo mal stehen lasse. Weil dann ist wahrscheinlich meistens auch der Inhalt in so einer Tasche ganz interessant. Aber ich war überrascht, es waren also wirklich 25 bis, ja, ganz grob 35. Und tatsächlich waren da auch osteuropäische Akzente drin. Ja, und jetzt haben sie ja bekannt gegeben, dass die erstmal die Läden schließen. LVMH ist eine der besten europäischen Aktien in den letzten Jahren gewesen. Das mache ich mal über den Wochenchart, da sieht man das besser. Da habe ich immer mal meinen Finger reingehalten, das fand ich sehr cool. Nehmen wir mal hier, fangen wir mal da an, 2011.
da waren die bei 98. Ja, dann waren die hoch bis 700. Was waren das hoch? 765. Sensationell geführt. Erinnert mich ein bisschen an VW unter Pirsch. Ja, es ist also ein Oberchef, der hat eine Meinung, der hat sehr gute Berater. Der hat ein Gespür für diese Luxusmarken. Also ich finde, das ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Firma. Gefällt mir also vom gesamten Aufbau her sehr gut. Und der Chart, der spricht für sich. Was war denn das hier? Das war Corona. Ja, genau, das war das Corona-Tief von 438 runter auf 278. Tja, und dann haben sie sich quasi verdreifacht. Wahnsinn. Ja, ist schon, also eine ganz toll geführte Firma. Ich nehme mal hier die Fibos ran von dem Corona-Tief. Leg die mal an. Die haben noch nicht mal das 38er gesehen. Also sind sie mal ganz knapp davor. Also von daher auch wenn sie jetzt hier mal ein bisschen was verloren haben, insgesamt eine recht stabile Aktie. Erinnert euch an die Techniken, die wir gesehen haben bei den vorangegangenen Werten, gerade bei den Banken und sowas. Das ist hier bei weitem noch nicht so. Die gelten noch nicht mal als überverkauft. Auf Wochensicht, muss ich dazu sagen. Auf Wochensicht. Der maximale Drawdown liegt bei mir noch ungefähr 100 Punkte, ja, ganz grob 130 Punkte tiefer. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Meldung kam. Das seht ihr jetzt nicht. Hier ist also die Meldung: Luxury Giants LVMH and Hermes will close stores in Russia temporarily. Ja, aber ich glaube, das kann nicht nur temporarily sein, das kann schon eine ganz lange temporarily Geschichte werden. Ja. Weiß ich nicht. Hier ist eine ganz gute Unterstützung. Damit hat sie sich immer auseinandergesetzt mit dem Bereich von 517. Also das muss jetzt mal davon ausgehen, dass sie da macht. Ich glaube, ich muss mich hier noch nicht beeilen mit irgendwelchen Käufen. Und sollte ich sie machen, würde ich sie wahrscheinlich so eine Basis suchen. Und die ist hier unten. Da sind wir so bei 364. Das ist noch weit weg. Also ich möchte gerne erstmal schauen. Ich gucke gerade eben, wann kam diese Meldung. Die kam am 4.3. um 23 Uhr. Also zumindest in der New York Times. Und auch am 4.3. auf Reuters. Um 21.45 Uhr. Ich glaube, das ist noch nicht so eingepreist. Aber dem bricht natürlich auch da ein Markt weg. Weil, also so wie ich das mitbekommen habe, die Russen, die gehen da ganz gern rein und die kaufen nicht nur eine Tasche, sondern zwei oder drei. Und die Chinesen kaufen ja auch. Allerdings, die kaufen sie deshalb in Europa, weil die einfach viel, viel billiger sind als in China. Und dann holen die sie aus. Ich muss da mal so lachen. Ich sehe dann immer Chinesen da rauskommen mit, was weiß ich, sechs, sieben Taschen. Ja? Der Verkäufer hier in München, der freut sich ein Wolf, und die gehen da mit ganz vielen Taschen raus, immer hochinteressant. Gut, also das denke ich, die haben schlicht und ergreifend noch Platz. Gucken wir nochmal auf den Tageschart. Ja, das ist so die klassische Akzeleration. Die 11 mh sind sehr charthörig. Da gucke ich gar nicht mal so sehr auf die Technik. Immer wenn die so ein Hoch überbieten, also gehen ran, tiefer, überbieten hoch, gehen nochmal ein bisschen zurück, überbieten das nächste, gehen wieder ein bisschen zurück, gerne zu Back to Breakout. Und dann immer wieder, die gehen so schön so treppchenförmig. Das kann man also von der Trendanalyse von Charles Dow ganz, ganz gut sehen, was die machen. Ich gucke gerade eben, ob hier irgendwelche Signale sind, die mal als Umkehrsignal, ja, also bestenfalls das hier. Moment, ich hol's größer ran. Hier auch, der Wert fällt. Und macht dann so Seitwärtsgeschiebe. Und dann kommt eine große Kerze, die diesen ganzen Bereich hier vernascht. Das ist so eher typisch für 11 mh. Diese Bewegungen sind, aber was ist hier momentan schon normal? Ja, die sind also auch sehr, sehr unnormal für 11 mh. Hat aber meiner Meinung nach noch Platz. Ich nenne sie Daimler, aber sie heißen jetzt Mercedes. Ich glaube, das werde ich nicht mehr rauskriegen, dass ich die jemals Mercedes nenne. Wo sind sie denn jetzt hier? Hier stehen sie sogar noch mit Daimler drin. Witzig, ich meine, ich hätte die neulich mit Mercedes gesehen. Ja, Autos. Also, ich habe das bei NTV gesagt, mir war das nicht bewusst, dass viele Kabelbäume in der Ukraine hergestellt werden. VW hat angefangen, als die erste von den drei großen deutschen Autofirmen zu sagen, ey, wir müssen jetzt hier verschiedene Werke schließen oder Teilzeit machen, weil einfach die Teile fehlen von der Ukraine. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja auch ein neues Auto bestellt und das wurde mir schon dreimal vorenthalten, es soll nächste Woche kommen. Ich bin mal gespannt, ob das kommt. Bin ich echt mal gespannt.
Ganz wichtiger Support hier, den ziehe ich jetzt nur über diese Linie hier, der kommt von hier hinten, jetzt nur, dass ich das richtig ziehe, so. Dieser Bereich hier, ehemals fetter Widerstand, wir sind jetzt hier, leg mich bitte nicht auf den Cent fest, bei 57,40 und hier unten ist es die 54,5. Ehemals fetter Widerstand, 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 Unterstützung, 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 Unterstützung. Also dieser Bereich, den vergleiche ich wie bei Deutsche Bank mit 9 zu 10. Ja, nochmal, ich glaube, die Autos trifft das dramatischer als jetzt Banken. Also da bin ich noch nicht bereit, irgendwas zu machen. Hier ist natürlich auch schon die Technik, wir sind hier im Tageschart relativ tief, aber das heißt nichts. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt hier. Hält die Daimler die 55, sagen wir mal die 54,5? Wenn sie da drunter gehen, muss ich davon ausgehen, dass sie sich auch mit der 50 beschäftigen. Muss ich momentan nicht haben. Sie haben sich auch so einen schönen Weg gemacht hier, alles in allem seit, was war denn das hier, seit Ende September letzten Jahres. Wirklich schön stabilisiert. Tja, auch ein bisschen Fantasie rein mit Elektromodellen. Hier ist das EQS. Aber jetzt, also ich glaube, die werden mehr leiden unter diesen Kriegsbedingungen als andere Branchen. Vergleichbar, Telekom oder so. Weiß ich nicht, das ist momentan nicht so schick. Glaubt, muss ich mich nicht beeilen. Und einen Schein, wenn sie denn hier irgendwo runtergehen, da denke ich erst dran, wenn wir hier diesen Bereich hier haben, diese Seitwärtsphase hier, die über Monate ging, also den würde ich suchen unter 45. Das ist ein kleiner Hebel, aber da hat sie schon noch ein bisschen Platz zu. So, wir hatten eben die E.ON, oder wie ich sie gerne nenne, die FEBA. Und jetzt machen wir hier die REWE. RWE, also das sieht man selten. Diese Aufwärtsbewegung von hier, von sagen wir mal 36 hoch bis zu 42 und dann einfach fallen gelassen. Wirklich mal, das ist dann das Newtonsche Gesetz der Schwerkraft auf die Börse übertragen, das ist schon heftig. Jetzt haben sie hier am Freitag sich sogar ein bisschen besser verhalten, zumindest als der Gesamtmarkt, das ist der Tageschart hier. Aber dieser Bereich hier, Moment, das ist von hier geht der los bis hier rüber. Das ist, wo ist denn das hier? Das ist die 33,70 zu 34,30. Oft gesehen, der kommt von hier hinten hat er auch schon mit rumgespielt. Ja. RWE ist so ein Ding, ich mag die nicht so handeln, die sind mir irgendwie zu langweilig, ja. Aber hier sieht man auch, wie hier war das hoch, Widerstand, Widerstand, dann sind sie durch, Unterstützung, immer wieder Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Also es scheint mir schon ein ganz guter Support zu sein. Ich weiß nicht, wie das mit der RWE jetzt hier weitergeht und mit den E.ON auch nicht, mit diesen ganzen Energiekosten. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber das ist natürlich auch hier diese Histogrammdarstellung. Also das ist schon extrem. Ja? Und nochmal, das hier war 42 zu 34, ich runde leicht, 8 Euro, 20% innerhalb von 1, 2, 3, 4 Tagen. Yay. Also da kommt natürlich auch unterstützend die 200-Tage-Linie zu, das möchte ich gern sehen, was die hier in diesem Bereich macht. Also wenn sie unter 33,20 geht, muss ich davon ausgehen, dass sie auch mal kurz unter der 30 ein bisschen rumschnüffeln und sich da austoben. Muss ich noch nichts machen. Ist eh nicht der Wert meiner Präferenz, die RWE, aber da muss ich warten. Als nächstes hätte ich die SAP. SAP hatte ich neulich mal besprochen bei der Deutschen Börse, also bei der Börse Frankfurt, zusammen mit der Edda Vogt. Und ich glaube, ich habe es auch in NTV erlegt. Das war schon heftig hier, diese Bewegung. Ja. Und dann hat die dafür wirklich dann 8 oder 9 Monate gebraucht, um das wieder zu sehen. Jetzt gehen sie hier runter. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass die irgendwie ein ganz großes russisches Exposure haben. Die sollten eigentlich nicht davon so betroffen sein. Aber wenn ich jetzt die Technik sehe, da ist selbst das, wir sind hier im Tageschart, da ist das MACD völlig neutral, ist nichts zu wollen. Und hier der Oszillator liegt um die 50 rum. Die gelten für mich eigentlich grundsätzlich eher als neutral. Dieser Punkt hier ist sehr wichtig. Das ist die 90. Das war also nach diesem Gruselabsturz hier, war das die Unterstützung. Waren Sie mal ganz kurz drunter. Jetzt hole ich mir die doch mal rein auf Wochensicht, damit man das ein bisschen besser sieht, was die 90 da für eine Rolle spielt. Da sind wir hier. Das war die Geschichte, das war der Absturz, das war die Geschichte.
Also ich würde mal schätzen, dieser ganze Bereich hier, da, ich kann sogar noch weiterziehen, aber dann wird es schon arg breit. So, dieser Bereich hier, der geht dann hoch bis da. Das ist deren Soft Landing Area. Und da sind wir hier am unteren Punkt, da sind wir bei 81. Also hier sollten sie dann auch nochmal irgendwie eintauchen und dann schauen, wie die sich hier verhalten. Die Bänder gehen auf Wochensicht auch fett auf. Und das ist so das klassische Signal hier. Wir sind jetzt hier im Wochenchart. Ja. Die Aktie geht runter und dann dreht hier das Band. Und damit ist der Impuls von dieser Bewegung erstmal fertig. Ja, so kann man sagen, das ist hier genauso. Da ist er fertig, das ist dann diese Kerze hier, da diese beiden. Da ist das dann fertig. Also auch hier, ich handle SAP nicht so gern, aber SAP hat ja einen riesigen Einfluss auf den DAX. 1 Euro in SAP sind 10 Punkte im DAX. Ist, glaube ich, nur Linde größer. Ich weiß jetzt nicht, was die Reihenfolge ist. Linde ist, glaube ich, das größte Unternehmen Deutschland, also das schwerste. Also da, das können Sie noch locker sehen, Bereich 90 dürfen wir auch in der schnellen Bewegung einfach mal eintauchen. Ab 80, ab 81 wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt eine Aktie, die mag ich gar nicht. Nicht, weil ich die Aktie nicht mag, sondern das ist Siemens. Ich war jahrelang Market Maker in Siemens, von 1900, ich glaube, 88 bis, ich glaube, 93 oder 94. Ich bin Siemens übersättigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nicht mein Wert. Ich glaube, seit 1993 nicht einmal gehandelt. Ja. Aber gut, egal hier. Auch hier habe ich die Fibos gezogen seit dem Corona-Tief. Die waren neulich überall in aller Munde. Da kamen schon die ersten Schätzungen: 180, 190, 200. Dann natürlich Siemens Energy dazu. Und wir haben jetzt im Moment noch drei Siemens-Werte im DAX. Und dann am Freitag ging es dann dementsprechend runter. Diese Marke hier, da sind wir so ganz knapp unter der 100. Das ist für mich eigentlich so der Aufmerksamkeitsbereich. Der kommt also hier, nee, das ist nicht das Corona-Tief. 29.10., wo ist das Corona-Tief? Moment. Wo sind wir denn hier? Das Corona-Tief ist noch deutlich drunter. Da waren die bei 60. Und dann steigen die tatsächlich auf 160. Hätte ich, was, ich guck auf Siemens nicht. Das ist so, wie wenn man als Kind zu viel Negerküsse gegessen hat. Oh, schon, ich darf es ja nicht mehr sagen. Schaum, ich weiß nicht, wie das Ding jetzt heißt. Also die Schokolade gefüllt mit Sahne und mit einem Waffelboden. Wie auch immer. Das heißt, jetzt, wie es genannt wird, wenn man die als Kind so viel gegessen hat, dann kann man die als Erwachsener nicht mehr sehen. Also ich kann die, und ich kann die sehen, aber ich kann die nicht mehr essen. Das interessiert mich nicht. So geht es mir halt mit Siemens übersättigt. Aber es ist eine fiese Akzeleration hier nach unten. Ja. Durch die 200-Tage-Linie, durch, nochmal hochgekämpft, dann klatsch. Ja, das ist schon, aber wir sind hier beim 38er und das ist das 50er Retracement. Das ist auf jeden Fall eine Unterstützung. Aber ich glaube, die eigentliche, wenn einer da was machen will, liegt hier. Und da muss man den Chart auch deutlich tiefer setzen, den Schein. Das wäre dann irgendwo hier so Basis, ne, 75 ungefähr. Weit weg, far, far away. Ja, also sie wird mich nicht belasten. Aber nur, dass ihr hier mal ein Bild habt. Jetzt habe ich als nächstes die Siemens Energy. So, jetzt kommen die Siemens Energy, die gehen jetzt aus dem DAX raus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der eine oder andere, der meine Filme schon seit längerer Zeit sieht, der wird sich jetzt an Folgendes erinnern, was ich jetzt sage. Die Aufnahme in den DAX, das ist Ehre und Bürde gleichermaßen. Denn auf einmal bekommt so ein Wert durch die ganzen Analysten, die dann ein sogenanntes Coverage aufnehmen und dann den Wert komplett auseinandernehmen, die Bilanzen und überhaupt die Ausblicke, der hat dann mehr Folger als Kim Kardashian auf Instagram. So, und das fällt jetzt weg bei der Siemens Energy. Die wird also jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so stark gecovert, wie es auf Neudeutsch heißt. Das halte ich eigentlich grundsätzlich mal für positiv. Gehen wir mal den Chart hier ran. Und wo sind wir denn da? Da sind wir bei 22, dann ging sie erstmal schön runter auf die 18, um dann ordentlich zu steigen. Seitdem ein ganz klarer, kontinuierlicher Downtrend mit Unterbieten des Tiefskurses, den sie hatten am 30.10. Jetzt haben die sich in den letzten Tagen, genau wie so Firmen wie Nordex und anfangs auch SMA Solar, haben die sich deutlicher befreien können. Und es kam am Freitag,
ging es dann runter bis zur 20-Tage-Linie. Das ist einer der wenigen Werte, die noch an der 20-Tage-Linie liegen, wenn ihr das mal mit den vorangegangenen vergleicht. Unterstützung ist bei mir hier der Bereich 17. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Herausnahme aus dem DAX ist, aber ich finde die eigentlich grundsätzlich ganz interessant. Auch hier, das MACD ist sogar noch im positiven Bereich. Ja, wenn ihr mal schaut, die anderen, die sehen alle irgendwie so aus. Oder so, das war natürlich böse. Ich weiß nicht, ob die Siemens Energy ein großes Vertrauen hat, aber ich finde sie eigentlich auf dem Niveau relativ interessant. Ich gehe davon aus, die haben auch super enge Bänder, dass dieser Bereich von 17 halten sollte. Wenn er nicht hält, ist es hier, ich zitiere den Kollegen von der HSBC, Uncharted Territories, die sind dann hier unten irgendwo. Aber ist jetzt, finde ich, eigentlich ganz gut. Also werde ich mir auf jeden Fall näher anschauen, wenn wir den Bereich um die 17 haben. So, da kommen wir zum letzten Wert und der ist auch super gruselig. VW. Eieieiei. Das ist also jetzt der Langfristchart von VW seit Covid-Tiefpunkt, der bei 80 war. Und dann gingen die Freunde hoch auf 251. VW spielt jetzt mit dem Gedanken, Porsche an die Börse zu bringen. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Und daraufhin, es ist der Tageschart, ging sehr gleich hier. Das war der Tag, an dem das bekannt gegeben wurde. Dieser hier ging die hoch auf sage und schreibe 195 und jetzt sind die bei 144. Die haben 50 Euro verloren in gerade mal 10 Handelstagen. Das ist selbst für VW viel. Das ist schon heftig. Bänder gehen fett auf. Wir sind weit weg von der 200-Tage-Linie. Wir sind ziemlich genau auf dem 61er Retracement. Ich gehe wieder zurück von dem, wo ist es denn jetzt hier? Von dem Corona-Tief. Ziemlich genau auf das 61er aufgesetzt. Nur was nutzt? Also VW war, wenn ich es richtig gesehen habe, der erste deutsche Automobilwert, der gesagt hat, wir müssen Werke schließen, wir kriegen irgendwelche Teile aus der Ukraine nicht. Tja, wer da ein Auto bestellt hat, das kann noch dauern. Ja. Das ist, glaube ich, immer noch nicht, das kann man noch nicht fixieren, was die das kostet. Auch die anderen Autos nicht. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von den Autos. Ich glaube, die haben noch Platz nach unten. Auch wenn diese Bewegung jetzt hier schon fast einlädt, einen Long zu machen, denke ich, die können durchaus noch den Bereich um die 120 sehen. Also das möchte ich gerne noch mal ein bisschen fallen lassen. Der Titel auf NTV hieß ja, greife nicht in ein fallendes Messer. Das war mal ein Buch von dem Friedhelm Busch, hat er irgendwann mal geschrieben. Deswegen habe ich das zitiert, Friedhelm Tilgen heißt der auch so mit Vornamen. Aber das ist der Bereich hier zwischen 120 und 125, na, 127. Den können Sie durchaus noch sehen. Das ist alles hier nicht erfolgversprechend. Da möchte ich gerne erstmal sehen, dass die sagen, das gilt für die anderen Autowerte auch so, also diese ganze Geschichte kostet uns jetzt schon mal so und so viel. Und es ist ja so, ein LVMH kann ja seine Produkte um Russland herumfliegen und dann da hinten irgendwo in Asien verkaufen. Ja, aber die Autos, die bauen nicht einfach mal so flott eine neue Fabrik. Ja, aber ich weiß nicht, wo die dann diese Teile herbekommen. Siehe, Kabel, Bäume. Ja, das kann man nicht so einfach ersetzen. Das dauert. Und deswegen glaube ich, dass die Autos noch ein bisschen Schwierigkeiten haben werden. Fein, das waren jetzt 16 Werte. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Steht ja nur auf YouTube, der Film. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ich hoffe nicht allzu schlimme Nachrichten in der nächsten Woche. Erstmal alles Gute. Baba.